Ja, herzlich willkommen zu meinem Blog der Landpirat. Heute mal als Videolog-Ausgabe. Ja, ich möchte mit euch mal so ein bisschen über die verschiedenen Wege, die man so gehen kann, sprechen. Auch was Gesundheit angeht. Ich sag mal so, wenn ich danach gehe, wie es bei mir vor 6 oder 8 Wochen noch ausgesehen hat, dann hätte ich gesagt, stehen K.O. Ich hatte eine Saison hinter mir, wo ich im Prinzip alle paar Tage irgendwie was Rücken nicht mitgemacht hat. Mein Arzt hat es vorgezogen, ja, gib mir mal eine Spritze. Die Spritze hat dann meistens 2, 3 Tage geholfen und dann war eigentlich auch schon Ende im Gelände. Dann fing das Theater wieder von vorne an. Ich habe seit Ewigkeiten hier im Magenbereich wie so eine dicke Wurst, wo ich das Gefühl habe, das Essen geht nicht richtig durch. Ich habe da auch schon mehrfach mit meinem Arzt drüber gesprochen. Ende vom Lied war gewesen. Ich habe verschiedenste Medikationen bekommen und ja, wirklich geholfen hat da eigentlich nichts von. Vor allen Dingen, meine Probleme waren, ich habe es halt mit den Magen gehabt. Entweder es hat sich gestaut oder ich habe dermaßen Durchfall gekriegt, dass ich durch einen Reisigbesen hätte eine Flasche füllen können. Oder ich bin morgens aufgestanden und habe halt das Problem gehabt, dass ich Krämpfe ohne Ende hatte. Alles nichts, was man haben will, und sag mal so, in der Kombi halt mit dem Rücken zusammen, grauenvoll. Weil ich sag mal, ich konnte eigentlich jeden Tag Lotto spielen und mir ausdenken, weswegen ich heute eigentlich nicht in der Lage wäre, meiner Arbeit nachzugehen. Letzten Endes, ich habe es meistens immer irgendwie hinbekommen. Mein Arbeitgeber wird es mir, denke ich mal, positiv anrechnen, aber wirklich gut ist das nicht. Am Ende des Tages ist es so, dass ich dann meine Quartalsuntersuchung hatte. Ich habe Bluthochdruck, Anzeichen von Diabetes und so weiter. Da bin ich im Chronikerprogramm drin. Und da wird halt jedes Vierteljahr einmal eine Untersuchung gemacht. Blutabnahme, Harn abgeben, Werte bestimmen, prüfen nach dem Fragenkatalog, wie schlecht es einem eigentlich geht oder auch nicht. Ja, am Ende des Tages war es aber dann so gewesen, dass die letzte Untersuchung nicht wirklich gut war. Weder meine Blutwerte waren in Ordnung gewesen, noch dass halt die Diabeteswerte in Ordnung waren, Entzündungswerte waren hoch gewesen. Ich fühlte mich an dem Tag ohnehin schon, auf Deutsch gesagt, scheiße. Und irgendwie hatte ich dann für mich die Entscheidung getroffen, so kann es nicht weitergehen. So sollte es auch nicht weitergehen, weil irgendwie dreht sich alles so ein bisschen auf der Stelle. Ich hatte vor 12 Jahren einen sehr guten Erfolg gehabt. Hatte sagen wir eine Zeit mal an die 170 Kilo gewogen, habe weit unter 100 Kilo abgenommen, war am Laufen gewesen, Nordhessen Cup, diverse Großveranstaltungen. Es sah alles gut aus. Und so ging es auch 6, 7 Jahre weiter, bis dann irgendwann die Gesundheit irgendwie nicht mehr wirklich mitmachte. Und das Schlimme war gewesen, da wo ich dachte, dass ich Hilfe kriege bei den Medizinern, da wurde es eigentlich immer nur noch schlimmer. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die Reißleine gezogen. Ernährung komplett anders. Ich habe kurzerhand gesagt, kein Zucker mehr. Na gut, ganz kein Zucker mehr, sagen wir, kann ich nicht sagen. Ich sag mal so, ich bin etwa bei der Hälfte gelandet, was die offizielle Empfehlung für die Höchstmenge ist, was für mich eigentlich schon mal sehr gut ist, wo ich dann einfach sage, damit Rheumarisiko wird gesenkt, Diabetesrisiko wird gesenkt, diverse andere Sachen, ich sag mal so, Zucker ist ja auch bei Schmerzen und so weiter irgendwie mit dran beteiligt, wo ich dann sagen muss, da kann man so einiges mit regulieren. Ich habe dann ohnehin Fleisch nur wenig gegessen. Ich sag mal so, wir wissen ja alle, rotes Fleisch, sprich Rind, Schwein und so weiter, ist eigentlich prädestiniert dazu, die rheumatischen Prozesse irgendwie negativ zu beeinflussen. Habe ich sowieso schon lange nicht mehr wirklich gerne gegessen. Wenn was Tierisches auf den Tisch kam, war es Fisch, bestenfalls mal Geflügel. Und beim Fisch, sage ich mal so, bin ich jetzt auch mittlerweile so mindestens einmal die Woche, besser zweimal die Woche Fisch. Schon alleine wegen den Omega-3-Fettsäuren. Es hilft. Mein neuer Freund ist auch Hafer.
Früher hätte ich nie gedacht, dass ich an dem Zeug überhaupt rankomme. Mittlerweile ist es so, dass das morgens bei mir in meinen Quark mit drinne ist. Ich tue daraus Frikadellen machen. Ich tue damit das teilweise im Rührei mit anbraten. Es schmeckt gar nicht mal so schlecht. Man muss es einfach mal versuchen. Hafer hat natürlich eine positive Eigenschaft. Der Zuckerspiegel wird einmal nach oben getrieben, er bleibt aber dann stabil auf diesem Wert oben. Das heißt, er ist kein Antreiber dafür, dass es mal kurz hochgeht und dann gleich wieder tief runter, dass man wieder irgendwelche Gefühle hat, man muss sich wieder irgendwelchen Treibstoff in Form von Süßigkeiten reinrammeln. Da bin ich mittlerweile sowieso komplett weg. Ich sag mal so, bei meiner Ernährung ist es so, ich esse über 16 Stunden gar nichts. In der Regel ist es so, dass ich also morgens mein Frühstück esse, dann esse ich mein Mittagessen und dann gibt es noch mal eine Kleinigkeit, Obst oder Gemüse, die ich dann zum Nachmittag hin esse. Das ist dann meistens irgendwo zwischen 3 und 4 und dann bis zum nächsten Morgen nichts mehr. Ich sag mal so, ich habe am Anfang mal gedacht, nee, das kann nicht funktionieren. Doch, es funktioniert. Und das ist auch gar nicht mal so schlecht, dass das funktioniert. Alleine mit diesen Umstellungen, die ich da gemacht habe, habe ich sehr viel positiv beeinflusst. Ich vermute mal die und im Zusammenhang damit, dass ich auch wieder angefangen habe, regelmäßige Bewegungen mit einzuführen. Sprich, ich gehe täglich meine 8000 Schritte. Warum 8000 und keine 10.000? 10.000 ist eine willkürlich festgelegte Zahl. Die wurde eigentlich mal mit dem Namen von dem ersten Schrittzähler gemacht, weil der erste Schrittzähler hatte quasi den Namen Gerät, was 10.000 Schritte zählt. Es wurde nie wissenschaftlich untersucht, dass man wirklich 10.000 Schritte gehen muss. Die Realität liegt eher irgendwo zwischen 8.000 und 9.000, die man am Tag mindestens braucht. Und die versuche ich für mich irgendwo jeden Tag rauszuholen. Sei es, dass man nochmal abends einen kleinen Spaziergang macht, wenn man es nicht schafft, ohnehin diese Schritte am Tag einzuarbeiten. Ich habe wieder angefangen, andere Betätigungen zu machen. Übungen mit Gewichten, Übungen auf der Matte, Übungen halt mit einem eigenen Körpergewicht und so weiter und so fort. Wo ich dann halt dadurch damit sorge, dass dann auch mein Rücken wieder ein bisschen stabilisiert wird und was halt dafür sorgt, dass ich mich wieder besser fühle. Und ich habe eine neue Hausärztin. Nächste Woche werde ich sie das erste Mal anrufen wegen einem Termin. Sie hat mir schon zugesagt, dass ich aufgenommen werde. Eine Sache, ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Ich hatte die Tage auch schon mal in meinem Blog darüber geschrieben. Einen neuen Arzt zu finden. Ich sag mal so, das wird alleine nicht nur hier bei mir in der Gegend ein Problem, das wird auch in anderen Gegenden mehr und mehr ein Problem werden. Wenn ihr dabei sein wollt, was ich aber alles mache und halt auch was ich so umsetze, dann verfolgt mich doch einfach mal weiter. Bei mir gibt es täglich irgendwelche Gerichte, die innerhalb von 30 Minuten zum Essen fertig sind, selbst zubereitet, keine irgendwelche Industrieprodukte. Frühstück ist maximal 10, 15 Minuten, was ich dafür brauche. Die Posts dazu seht ihr eigentlich immer wieder bei Facebook oder bei Instagram zu dem Thema. Also guckt doch einfach mal rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Zanderhawk.